Wo stehen wir mit unserer Arbeit und wie soll die Zukunft unserer Gemeinde aussehen? Diese Frage stellen sich viele Kommunen, deren politische Gremien, die Mitarbeiter und Bürger in Österreichs Gemeinden. Die Plattform der Zukunftsorte Österreichs, dessen Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2017 von der Marktgemeinde Nenzing übernommen wurde, setzt dabei auf gute Ideen, Bürgerbeteiligung und Kreativität. Best-Practice-Beispiele sahen dazu Vertreter aus Politik, Wirtschaft und viele interessierte Bürger am vergangenen Wochenende im Ramschwag-Saal in Nenzing beim Festabend anlässlich der Verleihung der Gemeinwohlzertifizierung. Ja, man muss über die Tagespolitik hinaus sich um Dinge kümmern, die langfristig angelegt sind. Die Zukunftsorte bemühen sich darum, indem sie ihre Ideen austauschen. Es ist ja nicht so, dass nur in den Zukunftsorten gute Dinge passieren. Es passieren in ganz vielen Orten innovative Dinge, aber das Problem ist, dass man oft nicht voneinander weiß. Und wir haben sozusagen ein Wissensnetzwerk über die Gemeinden, über diese Mitgliedsgemeinden in Österreich gespannt, um uns gegenseitig zu helfen, zu befruchten und wirklich wieder neue Dinge zu entwickeln. Schon der von der Mittelschule gestaltete Eröffnungsakt zeigte das große Kreativitätspotenzial in der Marktgemeinde Nenzing. Nach der Begrüßung der Gäste durch zwei sympathische Roboter zeigte der anschließende Synchrontanz, dass die Auseinandersetzung mit Digitalisierung und Technik auch Spaß machen können. Präsentiert wurde an diesem Abend auch 15 Nenzinger Projekte, darunter viele preisgekrönte Initiativen. So etwa das vielbeachtete Mentorenprojekt zur Integration über das Repair Café bis zum frühkindlichen Sprachfördernetzwerk Nenzing spricht mehr. Umrahmt wurde das Programm von dem aus Nenzing stammenden Konzertpianisten Christoph Moser, der mit der Uraufführung seiner musikalischen Liebeserklärung an Nenzing das Publikum begeisterte. Den Schwerpunkt des Abends bildete der vielbeachtete und viel diskutierte Vortrag von Christian Felber, Begründer der Gemeinwohlökonomie, erfolgreicher Buchautor und international gefragter Vortragender. Er präsentierte auf überzeugende Weise, wie sich die Werte der Wirtschaft mit den Werten des Lebens in Übereinstimmung bringen lassen. Der Anlass, warum ich heute hier eingeladen wurde, dass die ersten beiden Gemeinwohlgemeinden Österreichs zertifiziert und als solche ausgewiesen und gefeiert werden, ist aus meiner Sicht schon eine lange Zeit gereifte Frucht, die eine logische Vorgeschichte hat. Dazu zählt, dass einer der ersten gemeinwohlbilanzierten Betriebe in Vorarlberg sich freiwillig gemeldet haben. Ja, das ist der neue Weg oder einer der neuen Wege, den wollen wir mitbeschreiten. Viele Unternehmen haben es bereits vorgemacht und die Gemeinden Nenzing und Meder haben als erste Gemeinden Österreichs die Gemeinwohlgedanken aufgenommen. Nach einem fast einjährigen intensiven Zertifizierungsprozess konnten dafür die beiden Bürgermeister Rainer Siegele aus Meder und Bürgermeister Florian Kasserola im Namen ihrer engagierten Mitarbeiter die Auszeichnung entgegennehmen. Die Auszeichnung zeigt zum Ersten, dass die Gemeinde den Leitwert des Gemeinwohls ernst nimmt, der eigentlich in den Genen einer Gemeinde steckt. Aber es kommt schon auch darauf an, da hinzuschauen, das tatsächlich zu berichten und auch bewerten zu lassen und dadurch auf Ideen zu kommen, wie wir im nächsten Jahr dem Gemeinwohl noch wirksamer dienen können als dieses Jahr. Das heißt, man begibt sich eigentlich auf einen endlosen Weg der immer weiteren Annäherung an das immer größere Gemeinwohl. Die Gemeinwohlökonomie als Bestätigung des nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns im Sinne der Gesellschaft ist ein Gedanke, den bereits ganze Regionen auf der Welt verfolgen. Und das könnte auch ein Ziel für uns werden. Ja, zum einen bin ich mal überrascht, wie viel Nenzing zu bieten hat. Ich meine, ich habe ja schon viel gewusst, aber so, wenn man es in der Summe sieht, ist es schon sehr beeindruckend. Und insgesamt die Gemeinwohlökonomie, finde ich eine tolle Sache, auch für eine Region. Das könnte man in meinen Augen auch gut ausweiten, weil es ist die richtige Denkweise, die die Politik heutzutage braucht. Ich komme selber aus der Gemeinde und wir haben versucht, in unserer Gemeinde eine Art von Haushaltspolitik, von Wirtschaftspolitik zu betreiben, die das, was heute hier von Felber auch gesagt worden ist, zeigt. Nämlich Werte zu zeigen, statt irgendwelcher Versuche, nur noch Profit zu erzielen. Und ich glaube, das müssen wir den Menschen nicht sagen. Sie wissen schon. Die Menschen spüren, das haben wir an diesem schönen Spiel gesehen, sie spüren ganz genau, dass in unserer Welt etwas ins Ungleichgewicht gekommen ist.
Nach einem Abend mit vielen Höhepunkten nutzten die zahlreichen Besucher die Gelegenheit zum intensiven Gedankenaustausch über das Plädoyer von Christian Felber, die Gestaltung unseres Zusammenlebens aktiv in die Hand zu nehmen und die Spielregeln dafür neu zu schreiben.